Hallo zusammen, hier ist wieder Tilla und heute bin ich wieder für euch in The War Within unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir aus dem aktuellen Raid erhalten können. Und zwar hatte ich da jetzt nach ein paar Wochen Farmen endlich mal Glück. Es geht einmal um das Mount Zügel des Himmelsreißers der Suriki. Und das kriegen wir vom Endboss aus dem Palast der Neruba. Also sprich, haben wir hier einmal Palast der Neruba und dann hier vom letzten Boss, Königin Anshurek. Dieses Mount könnt ihr in jeglicher Schwierigkeitsstufe kriegen, also LFR, Normal, HC und Mythic, ne? Also das ist hier als, müssen wir den Boss anklicken, als quasi extrem seltener Loot immer dabei. Und ich persönlich habe es mir im LFR gefarmt, einfach aus dem Grund, weil man es halt dann mit allen möglichen Twinks auch relativ easy farmen kann. Ihr habt nämlich dann den Vorteil, dass ihr euch direkt hier beim Endboss anmelden könnt, beziehungsweise ihr müsst zwei Bosse killen, einmal den Seidenhof und Königin Anshurek. Ihr könnt euch anmelden, wenn ihr, lasst mich überlegen, ich glaube 567 müsste es sein, dass man ein Minimum-Item-Level braucht, dann könnt ihr euch, glaube ich, anmelden. Und eigentlich sind die beiden Bosse immer First Try. Ab und an wipen die Gruppen, aber eigentlich geht es relativ schnell. Viertelstunde, 20 Minuten ist man eigentlich durch. Genau, das Ding hat eine Drop-Chance von um die 1% müssten es sein. Ich kann euch auf WoW Head auch mal die Chancen zeigen, und zwar geplündert von, also der Königin, und hier wird 0,7 angezeigt. Blizzard macht eigentlich nicht so verhackte Drop-Chancen, sondern ich schätze mal, es wird aufgerundet dann um die 1% sein. Genau, also doch relativ selten. Ich persönlich habe jetzt, ja, ich weiß gar nicht genau, irgendwas zwischen 30 und 50 Tries wahrscheinlich gebraucht. Bin jetzt jede Woche mit mehr Chars reingegangen. In der letzten Woche waren es 15 Chars, die ich aktuell auf Max-Level habe. Und ja, vielleicht waren es auch mehr Tries, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Ja, summiert sich relativ schnell auf. Naja, vielleicht waren es auch ein bisschen über 50, aber ein paar Wochen hatte ich es jetzt tatsächlich. Gut, dann schauen wir uns den netten Gaul auch mal an, hätte ich gesagt. Und zwar Suriki, da haben wir es. So sieht er aus. Macht schon was her. Wir hatten ja von dem Rare das gleiche Model schon mal in einer anderen Farbgestaltung. Das können wir uns dann auch gleich nochmal anschauen. Da gibt es nämlich noch weitere Mounts mit demselben Model. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns auch noch das Mount Special an. Ziehe ich mir das mal kurz in die Leiste. Also Mount Special. Ja, macht schon was her tatsächlich. Natürlich, ne, ist es ein Flugmount. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns die anderen Farbvarianten noch an, die es davon auch noch gibt. Und dazu gucken wir mal rein. Ich glaube, die heißen alle Himmelsreißer, oder? Genau. Also wir haben einmal den hier, der in jeglicher Schwierigkeitsstufe droppt. Und dann gibt es noch eine andere Version mit quasi, ja, einem roten Leuchten vom Horn und den Stacheln hinten raus. Und den gibt es nur im Mythic-Modus. Bisher sind, glaube ich, immer zwei Mounts im Mythic-Modus gedroppt. Ich habe gehört, das sollen aber jetzt tatsächlich sogar drei sein. Da bin ich mir zwar nicht hundertprozentig sicher, aber das ist, was ich gehört habe. Da muss man aber den Boss quasi Mythic-Modus legen, und das ist wahrscheinlich ein bisschen schwerer, als den immer im LFR abzufahren. Und zusätzlich haben wir hier noch ein weiteres von dem Rare. Und zwar war das, glaube ich, der hier. Und der kann Z-Spark droppen. Da hatte ich auch schon ein Video zu gemacht. Der hat auch dasselbe Grundmodel. Z-Spark, da haben wir ihn. Und das ist quasi, ja, so eine ganz dunkle Version, die ich aber auch nicht schlecht finde, ne? Da ist nicht sonderlich viel Leuchten, das ist so ein bisschen mattes lila Leuchten, sieht aber auch sehr cool aus, vor allem der ist halt fast komplett schwarz, ne? Und ja, die drei Varianten gibt es von diesem Grundmodel. Juti, damit sind wir durch mit einem kleinen Videoguide, hat mich voll dabei wart, und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns gern beim nächsten Mal wieder. Euer Tilla, bis dahin, ciao!